Mensch, guten Morgen. Also 2 Tage hintereinander frei, das ist ja boah, Wahnsinn. Bin richtig spät aufgewacht, oder was heißt aufgewacht? Richtig spät sind, bin ich jetzt aufgestanden, weil 2 Kinder sind weg. 2 von 3 sind weg. Das ist toll. Völlig ungewohnt, richtig schönes Wetter ist draußen. Jetzt hier mal was frühstücken. Und dann weiß ich gar nicht, was ich machen soll mit dem Tag. Komm, nochmal, nochmal. Ja, nochmal. Ja. Miss Superlatz. Ja, ich gucke jetzt kurz bei eBay. Und da sehe ich, das Huffy ist weg. Das Huffy ist verkauft für nicht mal meinen Einkaufspreis. Na, herzlichen Glückwunsch. Na, ich habe nicht mal die 40 Euro bekommen, die ich bezahlt habe. Ist das eingestellt oder was? Ja. Ist das eingestellt? Das Huffy. Naja, der Teig von Thorsten gekauft, da kann man den nochmal an hier. Weil er braucht da noch zu seinem Geburtstag Geld. 31,83, das ist ja wirklich nichts. Also. Fahrräder auf eBay zu versteigern ist nichts. Also das ist. Aber ich wollte es ja nicht haben, das hat der Teig mir nur abgekauft, weil er Geld brauchte für seinen Geburtstag. Die denken, du machst den Riesenreibach mit denen. Jetzt habe ich dir das viel zu günstig Ja, wiedergegeben. genau. Das ist das Schlimmste eigentlich daran. Ja. Und dabei, naja, es ist, ja, egal. Ja, das ist verkauft, dann, da muss man den Auftrag jetzt ins Rollen bringen. Den Abholauftrag. Das wird dann wohl übermorgen stattfinden. Dann machen wir mal Einzelheiten zum Einkauf. Kekolo in der Gräfestraße habe ich ausgesucht. Bin gleich bei euch. Was ist das denn? Ja, irgendwas wieder, irgendwas hippet, ist es bestimmt. Andrea sucht für uns gerade nämlich irgendeine Frühstücksmöglichkeit, aber sind wir mal offen und nicht so verbohrt, wie wir sonst immer sind. Und ja, schau mal. Kekolo, ja? Ich kenne nur Koko Loris. So, Koko. Kekolo, Gräfestraße. Ihr habt bestimmt Veggie-Burger. Ist ja noch teurer geworden. 46 Euro, ey. Kosten die jetzt? Skadi, kannst du mal den Kopf bitte lassen? Ja. Der Fahrer. Fahrradverpackung. Fahrräder können nur mit fester Folie verpackt werden. Plastiktüten sind nicht geeignet. Unsere Bestimmung findest du hier. Eine geeignete Fahrradverpackung kannst du bei Beauftragung von Fahrrädern Jetzt muss man gleich verpacken? mitbestellen. Der Fahrer bringt die Verpackung bei der Abholung deiner Sendung mit. Das habe ich noch nie erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass er eine Fahrradverpackung dabei hatte. Er hat das Fahrrad immer so reingeschmissen ins Auto. Und es ist ja auch nur eine Folie, was der drüber macht. So, ich habe jetzt seine Daten eingegeben. Es ist übrigens nicht möglich, einen Termin der Zustellung anzunehmen. So ist es. Abholtermin wäre der 3.4. Das ist wann? Morgen. Ein Tier sein. Sein. Miau, Ia, wuff, wuff. Quack, quack. Memme. Jetzt ist der Abholauftrag perfekt. Nee, bin ich das? Die Mütze? Nee, das bist nicht du. R2. R2. Ja. Du bist aber groß geworden. Ja, er hat Das ist Kinder deine bekommen. Mütze, ja? Miau, miau. Das ist ja unglaublich, nicht? Seit 2 Sekunden. Guck mal, kennt jeder jeden. Der Hund kennt den Baum. Ah, komm, wir heben die Kote hier. Hund beim Pissen. Hier. So. Das ist ja Berlin jetzt, oder?
Wunderbar, ganz toll. Ja, ausführlich, oder hat er extra für die Kamera? Ich habe noch nicht fertig. Ach so, jetzt noch. Ach, andere Seite? Ja, wunderbar. Ja, sie haben es fein, ganz fein. Gucken und so von allen Seiten, als würde ich ihn, wie gesagt, verkaufen bei eBay. Die Bäume fühlen sich wohl hier. Jetzt weiß ich, warum der immer die Kamera trägt, damit er das Gardi nicht tragen muss, ne? Das ist eine ganz gute Ausrede. Oh, ich muss ja filmen, ich kann das Kind nicht nehmen. Das geht ja nicht. Na? Ja, ja. Aber wenn deine Frau dann so eine Oberarme hat, ne? Und so und du das Gefühl hast, du bist mit einem Möbelpacker verheiratet, hm? Dann beschwer dich mal nicht, bitte. Red doch mal in die Kamera. Warte, wieso? Die Kamera ist gar nicht da. Ich mach das so, als wäre es richtig authentisch. Als wäre es richtig authentisch. Als wäre so eine, hast du aber den Text nicht gut gelernt. Eine unsichtbare Drohne. Drohne. So slowly. Ja, eine Wolfgangspende. Hunde fressen hier. Das ist ja unglaublich, ey. Ohne Scheiß. Also, was, sind die noch zu? Nee, die sind noch aufgestellt. Da drüben jemand zum Spiti. Geld liegt auf der Straße. Ja. Ach, hier, guck. Das ist auch ein Teil von früher. Den Göring. Den vom großen Glück. Göring, schön, nicht schlecht. Ja, hier sind Himmler. Öffnungszeiten von 1933 bis 1945. Uhrmacherei Göring. Geschlossen? Ja. Erst ab 15 Uhr offen. Jetzt streunern wir hier schon durch die Gegend, weil jetzt ist hier irgendwie offensichtlich nichts offen. Tommy, am 25. Juni habe ich Geburtstag. Was braucht die Kita eine Bahnung? Mit Buffet. Sieht sehr lecker aus. Mhm. Riesig. Wird immer noch freundlich. Immer noch, ja. Ja, ja. Wem darf ich als erstes ab? Ach Mensch, du hast ja hier so ein, du hast ja hier so ein Dings an. Was, so ein Ding? Du unterstützt ja den lokalen Handel. Genau. Wie heißen die nochmal? Kreuz und quer? Nee, Zick und Zack. Kollateralschaden. Kollateralschaden, ganz genau. Ach, guck mal, Depper Dan. Ich bin ein Depper Dan, Mann. Das ist ja furchtbar auch. Was ist denn das für eine Platte? Genauso, wenn du meckern willst. Ja, okay, mach ich. Ich muss sowieso weiter. Aber ist ja enorm. Spaziergang. Osterspaziergang. So. Super ist das Wetter. Kühl ist es, aber trotzdem genial. Na ja. Ganz ruhige Tage. Da, da, da. Unglaublich. Die Bude ist ordentlich. Man muss kaum noch was machen. Ein bisschen, klar, ein bisschen fällt immer an. Ein bisschen muss man wegräumen. Aber eigentlich ist nichts zu machen. Woran man merkt, dass keine Kinder im Hause leben. Es ist ordentlich. Eins haben wir ja noch da. Als Ausrede, sozusagen. Flaschenöffner ist weg. Jetzt benutze ich einen Türknauf. Nein. Nein? Klappt nicht? Ja. Also, schlecht. Aber das ist ein schöner Tür, ist Art Deko-Türknauf. Also ein Türknauf von einer herausragenden Qualität. Das sieht auf alle Fälle schon mal schön aus, oder? Ja. Mit Intarsie drin hier. So. Mal gucken, ob es funktioniert. Tada! Oh. Wunderbar! Papa, das wird ab jetzt unser Flaschenöffner. Papa, ist ja. Eine größere Spindel? Ja, also ich glaube, bei den. Tatsächlich bei den Kunstkork heutzutage funktioniert das ganz gut damit. Nee, hat er nicht. Das ist wirklich schön. Nee, hat er nicht. Funktioniert nicht, sonst nicht. Hat sehr gut funktioniert. Und einmal Papa. Haben wir Traubensaft fürs Kind? Nein. Wir sind gute Eltern. Papa ist ja heiß. Papa, Papa und Mama. Und Papa und Mama. Papa, ist da? Schmeckt ein wenig modrig. Mhm. Er klingelt.
sportlich. Hätte man gewusst, dass du kommst, hätte Marlies doch 5 Packungen Klöße machen müssen. Es riecht so nach Wind, Mensch, irgendwie nach. Nachher, es riecht nach Rotwein. Wahrscheinlich hat er Rotwein. Na? Dennis, nimm dir den Stuhl, setz dich doch. Der Dennis ist da! Na, so eine Überraschung. Ostermontag, Dennis ist da und möchte auch ein bisschen Wein? Nee, nee. Ich hab auch mal diesen Geburtstag, aber gerade eben angestoßen. Ja, guck dich doch an. Ja, oder bist du an der Kamera? Hast du ein Exoskelett oder was? Packst du mir den Schuh? Ja. Setzt du den Schuh auf den, daran habe ich zuerst gedacht, dass ich das irgendwie mit dem Eigen. Papa. Mit dem Eigensog irgendwie rauskriege, aber. Papa. Das war mir zu unsicher, dass die Flasche dann kaputt geht tatsächlich. Und mit so einem Schuh. Und Papa. Muss und ein wahrscheinlich Nike eher sein oder so, ne? Ja, aber kurzzeitig. Das verfliegt ja auch immer dann schnell. Schlechte Gewissen sind flüchtig. Na, Glück ist variabel, ist mir das auf jeden Fall. Da habe ich die ganze Wochenende damit verbracht, meine Gabel auseinanderzunehmen. Ja, ich habe die ja komplett auseinandergenommen, gereinigt und gesäubert. Und habe eine neue Dichtung bestellt. Da habe ich mich ja gefreut. Mensch, das ist ja toll. So, Fleisch. Willst du auch Fleisch? Die Dichtung hat 67 Euro gekostet. Habe ich eingebaut. Waren zu kurz und passen nicht. Sind aber für die Gabel. Also hat das Glück nur kurz angehalten. Oh Mann, und der Ärger kam. Ist ja furchtbar. Ich habe mir überlegt, ob ich eine Originaldichtung kaufe. Ich habe gedacht, Mensch, 7 Euro weniger. Dennis, nimm ein Stück Fleisch. Das ist auch ein. Das ist sehr zart. Ein Dings gebraten. Aber nur ganz kurz, man schmeckt es gar nicht. Ah, dir schmeckt es nicht. Die schmeckt es nicht. Man schmeckt es nicht. Also man schmeckt es nicht. Sagt sie. Es schmeckt es. Ja, du merkst es. Ich bin schon jetzt schon besoffen. Du bist auch wirklich ein bisschen rot im Gesicht. Ich bin nicht warm. Ja. Vom Kochen. Ich habe gar keins gegessen oder getrunken. Na, gegessen. Vielleicht hast du doch jetzt eine kurze Soße. Ja, aber da habe ich nur einen ganz kleinen Klecks reingemacht. Das war nicht viel. Nee, hole ich morgen hier nach. Ich komme auch morgen vorbei bei dir. Eine gute Zeit sagt natürlich nicht. Sonst müsste ich ja da sein um die Zeit. Ja, mach das mal, ich bin ja jetzt schon mal im Laden. Und mal nochmal drunter. Und dann machen wir Feierabend. So, für heute ist Feierabend. Wir sehen uns morgen auf alle Fälle wieder im Laden. Und dann geht's weiter. Jetzt muss ich meine Tochter ins Bett bringen und werde dann ein bisschen schneiden. Dann habt ihr heute wenigstens so einen kleinen Einblick gehabt oder so, was heute los war mit Fahrrädern, hat das alles sehr wenig zu tun, sondern eben nur mit Freizeit. Aber das ist ja auch mal ganz schön, das muss auch mal sein, ein bisschen die Zeit, die Lebenszeit genießen, die wir hier auf der Erde verbringen. Ja, Papa, ich bin hier. Nicht immer geht's nur um die Arbeit. Also nehmt euch das auch mal zu Herzen. Ja, und in diesem Sinne, wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.